Hi Leute, herzlich willkommen zu Berlin Ganz im Ohr. Als erstes Mal, hier kommen drei Videoreihen von den neuen Geschossen, die ich bestellt habe für die RAM-Waffen 43er Kaliber, ja, 1,8 Gramm schwer. Und da wird es halt drei Videos geben. Von 43er, was ihr jetzt hier seht, von 50er Kaliber, Alubolts und 68er. Ja. Das kommt auf jeden Fall definitiv. So, die, wie gesagt, habe ich mir bestellt. Seht ihr ja. Preis kann ich euch gar nicht sagen. Ja, könnt ihr ja selber mal schauen. Hier steht ja halt dann halt auch, wo ich das bestellt habe, Home Defense 24. Ja, guckt einfach mal selber rein. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf den Preis. Es geht um Folgendes. Hier seht ihr halt die Glock. 43er RAM, die neue Pistole. Kennt ihr ja schon, gibt es da etliche Videos schon. Ist echt ein schönes Teil, wie ich finde. Seht ihr ja selbst. Ich drehe sie nochmal für euch. Ja. Genau. Hier nochmal das Magazin. Das ist ja auch ein bisschen verändert. Sieht auch ganz cool aus hier mit diesem Orange, wie ich finde. Und hier haben sie auch ein paar kleine Aussparungen gemacht, dass das Gewicht ein bisschen abfällt. Von der Walther PPQ waren die Magazine halt eben ein bisschen voluminöser gebaut. Ja, da gab es nicht so viel Aussparungen. Aber hier haben sie ein bisschen dran gearbeitet am Magazin. Und daher ist die Knifte dann, wie gesagt, auch ein bisschen leichter. Ja. Genau, 8 Schuss passen hier rein. CO2-Kapsel legt ihr hier hinten ein. Dreht ihr das Rädchen runter. Und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Zeige ich dann nochmal, wenn ich das belade. Jo, warum habe ich mir die Kugeln gekauft? Ich habe auch mal Stahlbolts genommen. Da waren ja früher immer alle begeistert. Problem an der ganzen Sache war, dass halt diese Stahlbolts in 43er Kaliber 5,5 Gramm, 5,8 Gramm gewogen haben. Sehr schwer. Und damit kamen ja unsere deutschen Waffen mit einem F nicht so gut klar, wie ich finde. Jeder hat da irgendwo eine andere Meinung dazu, aber ich finde es so. Deswegen habe ich mir mal diese neuen Aluminium-Balls bestellt. 1,8 Gramm, habe ich ja schon vorhin gesagt, haben die. Weitaus leichter. Und damit könnten wir dann halt länger schießen, weil nicht so viel CO2 verbraucht wird, ja, durch die Schwere der Kugel. Und ob wir präzise treffen, sehen wir dann im Schusstest noch, und ob wir halt auch eine Durchschlagskraft haben, so wie bei den schweren Stahlkugeln, ob sich da was verändert. Da schießen wir mal auf eine Dose und dann schauen wir mal, was da passiert, ja, sozusagen. Und wenn ich die jetzt hier so raushole, nehme eine raus, die sehen dann halt so aus, schön leicht, ja, nicht so schwer. Ja, und so sieht das dann aus, das Geschoss, ne? Ja, und es passt halt in jegliche RAM-Waffe rein, die ein 43er Kaliber hat. Die Glock auf jeden Fall. Dann die PPQ und alles halt, wie gesagt, was 43er Kaliber verschießt, funktionieren halt diese Geschosse. Gut. Dann hole ich jetzt meine CO2-Kapsel und dann füllen wir mal das Magazin und dann gehen wir zum Schusstest über und dann schauen wir mal. Also, bis gleich. Zeige ich euch mal, wie man das lädt. Drehen wir hier die Rändelschraube ein bisschen runter. Dann drehen wir das so weg. Ne? Das ist auch ein sehr cooles Feature hier. Ich
bei den neuen Glock-Magazinen hier, was sie sich überlegt haben. Dann ziehen wir hier die Rändelschraube fest. Drehen, drehen, drehen. Übrigens habe ich einen Chroni jetzt rausgesucht. Dann werden wir die Waffe gleich nochmal kronen. Wie viel Bums die hat mit den 1,8 Gramm. 43er Kaliber sind 10,8 Millimeter. Ja. Auf dem Chrono steht dann 10,8, ist 43er Kaliber. Genau. So, dann ist das hier festgedreht, arretiert. Na, seht ihr? Mit der Schraube. Und dann drehen wir das einfach, zack, rum. Ja, alles dicht. Man kann es auch ein bisschen schneller machen. Genau. So, dann laden wir jetzt die Balls. 8 Stück an der Zahl. Machen wir mal 7. 8 passen rein. Dann können wir eine reinmachen, dass ihr es auch seht. Wir können das hier auch unten arretieren. Ja, aber ich mache das halt jetzt mal fest. Und so, dann sind 8 hier drin. Und dann gehen wir jetzt zum Chroni-Test. Ich bin da echt gespannt, wie viel Power die hier hat mit diesen leichteren Geschossen. Ja, sehen wir uns gleich beim Chroni-Test wieder. Bis gleich. Hier seht ihr den Chroni. Hier ist die Glock. Und dann schießen wir mal ein paar Schuss rauf. Ich denke mal, vielleicht machen wir 3, 4 und dann schauen wir mal, was passiert, ja? 2,4. 2,7. 2,2. 4,7, 4,5, 1,6, 2 Joule, 3 Joule. 7 Meter auf die Dose zuerst, die zeige ich euch dann, wie da der Einschlag ist. Habe immer noch dieselbe CO2-Kapsel drin. Und dann schießen wir nochmal das Ziel an auf der linken Seite, wo noch nichts ist. Und dann werden wir mal sehen, wie die Treffergenauigkeit ist. Gut, erstmal die Dose, ja. Gut, ihr habt es ja gesehen. Linke Seite 1, 2, 3, 4 Treffer. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte 6 drin, wo die anderen hingen, auch ein bisschen rechts war auch noch, glaube ich, einer. Auf jeden Fall sind die gut angekommen, wie ich finde, auf 7 Meter. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal die Dose. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu der Dose. Die wurde halt auch durchschlagen. Ja, hier reingegangen, habt ihr ja gesehen. Und hier ausgetreten, ja. Ja, ganz gut. Und die Kapsel, wie gesagt, war ja schon vom Chrono-Test vorbelastet. Kommen wir mal zum Fazit zu den Balls. Ihr habt es ja im Chrono gesehen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, weil das auch ziemlich klein war. Die ganzen Chronozahlen da drauf. Wir hatten die höchste Leistung mit diesen Balls und mit der Waffe bei 4,5 Joule.
Niedrigste Leistung war 1,9, dann, weil das nimmt ja halt dann auch irgendwie ab und CO2 ist ja immer sehr schwankungsanfällig. Trotz alledem, zwecks Chronotest vorher gemacht, dann ein Schusstest auf die Scheibe und auf die Dose. Guter Druck auf jeden Fall. Balls sind auch nicht schlecht. Wenn er die Balls kauft, dann achtet darauf, dass er nicht auf harte Oberflächen schießt, sonst stellen die sich ein und dann könnt ihr sie halt nicht mehr nutzen, weil sie dann halt nicht mehr so rund sind, würde ich sagen. Ja. Also Fazit ist, gute Waffe, 4,5 Joule mit den Bolts maximal, 1,9. Wie gesagt, das schlechteste Ergebnis, 1,9 Joule, wie gesagt, weil das CO2 immer schwankt. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, seid ein bisschen schlauer und die nächsten Videos von der neuen Munitionssorte im 50er Kaliber folgt dann demnächst. Trotz alledem kann ich die Kugeln empfehlen, auf jeden Fall. Und die Waffe ist auch eine schöne, geile Waffe. Ja, gut, bis dahin. Bye.